Servus, Freunde. Eine Stunde mit Goose Gox, einem Spiel von Frederik Schimmelfennig, das bin ich. Genau, Frederik Schimmelfennig. Frederik hat Goose Gox entwickelt, ein Indie-Game, welches wir uns heute zu Gemüte führen. Gibt es momentan als Download für PC. Ja? Ja. Steam kommt jetzt demnächst noch dazu. Steam kommt später, wenn wir noch auf Xperia und iPad gehen. Das ist ziemlich die Zeit in der Mache. Also Xbox, iPad, iPhone und vielleicht, je nach Erfolg, noch für PSN. Und Wii und Retail-Version kommt auch demnächst, oder? Genau, die kommt jetzt im März. Die Retail-Version, ganz normale Ladenversion mit DVD, allem, steht an jedem Mediamarkt Saturn. Geil. Steht da auch von Frederik Schimmelfennig drauf, vorne auf dem Cover? Auf der Rückseite hoffe ich, glaube ich. Ganz klein. Ich habe das finale Cover noch nicht gesehen. Okay, Goose Gox. Starten wir einfach mal, oder? Ja. Oh, Kapitel 1. Oh, das dreht sich und die Farbe ändert sich. Ich bin jetzt schon begeistert. Du hast es ganz alleine gemacht, ne? Du bist aus Frankfurt. Genau, also Grafiken, die habe ich dann gemacht, Programmierung, nur die Sounds nicht, alles bis auf die Sounds. Okay, smart. Ja. Am Anfang war der Gog, ja? Das könnte auch eigentlich so ein Erotikfilm sein, am Anfang war der Cock. Okay, den Gog hier unten kannst du mit dem linken Stick steuern. Willkommen bei Goose Gog. Ab geht's. Ah, hier, mit der Artist kannst du ihn springen lassen. Nice. Achtung, nicht ab... Okay. Hey, ich will ehrlich sein, das ist ein bisschen wie ein roter Knopf. Gerade so. Ja, nicht drücken, Notfall. Drückt man recht, ja, genau. Okay, ich will. Okay, dann beginnst du von vorne, ja? Sagst du? Genau. Wir haben ja keine feste Anzahl von Leben irgendwie, die alles man klar. hat. Alles klar. Geht einfach wieder los. Ein Verbesserungstipp jetzt schon. Schreib rein, wie oft ich sterbe. Unbedingt. So. Rolle zum Schild, um das Level zu beenden. Level geschafft. Genau. Das war smart von mir, oder? Neues Level freigeschaltet. Ja. Also da war ich jetzt auch, bin ich selbst von mir überrascht, wie gut ich das gemacht Wahnsinn, habe. Wahnsinn, das erste Level. Ja. Kapitel 1 jetzt, bis sie platzen. Auch, auch du bist schon ein kleines, ein kleines versautes Gehirnchen, ja. So, bis sie platzen. 0 von 15 Punkten. Nimm dich in Acht vor bösen Gox. Ah! Da ist einer. Okay, was mache ich mit ihm? Kann ich ihm auf Kopf springen? Ich check das. Nicht verraten! Nein. Es sind so Bälle, solche Kugeln, da kann man die einfach auf den Kopf springen. Okay, du willst den bösen Gox besiegen? Ja! Ja, sag mir wie! Halte die B-Taste oder einen Trigger gedrückt und lass sie in die rote Spur rollen. Genau, wenn man praktisch B-Taste oder einen Trigger drückt, dann wird der Spieler wütend und jetzt, wie du gerade gesehen hast, wenn du zu wütend wirst, dann platzt du. Hm. Und durch diese Spur hinter dir kannst okay, du... Okay, wenn er durchfährt, dann wird er wütend oder was? Genau. Okay, das versuchen wir. Ey, am smartesten wär's doch eigentlich, wenn ich vor ihm rolle, oder? Eigentlich? Ja, genau. Okay, das versuche ich. Pass auf, ich springe jetzt hier dann über ihn. Und rolle vor ihm und jetzt ist er wütend. Aber ach so, er muss auch platzen dann, ne? Ah, okay. Du willst die bösen Gox besiegen, ja. Halte die B-Taste oder den Trigger drücken. Ach so, das haben wir schon. Ja. Okay, vor den springen und nochmal kurz, genau. Nicht schlecht. Mit der Start-Taste. Kann man das Level übrigens neu starten? Super, also kannst du nicht einfach schreiben, Neustart mit der Starttaste. Nein, mit der Starttaste. Ey, okay, los geht's. Ah, verdammt. Kaputt. Alles klar, weiter geht's. Nimm dich in Acht von den bösen Gox. So, den töte ich jetzt nicht. Du willst die bösen Gox besiegen? Ja. Will ich. Achtung, böse Gox, wir haben ein Auge rot. Hier. Okay. Nein! Oh, ich bin so schlecht. Weiter geht's. Du hast das Ding in Frankfurt alleine entwickelt, oder? Du bist Schüler, stimmt's? Genau, ich mache das in der Schule gemacht. Aber immer so ein bisschen. Ich habe jetzt kein Projekt gehabt, wo ich gesagt habe, ja, am Ende wird das fertige Spiel. Okay. Ich habe praktisch immer ein bisschen irgendwas gemacht, so als Spaß. Und dann habe ich gemeint, irgendwann hatte ich dann ein paar Features zusammen und gemeint, ja, das würde ganz gut in ein rundes Spiel machen. Und habe ich das gemacht. Okay. Er könnte übrigens, also nur ob es euch jetzt auch schon aufgefallen ist, Freunde, er könnte eigentlich mein gut gekleideter und gepflegterer Bruder sein. Ja. Überbiete immer die Punktegrenze des Levels. Geschafft. 21 von 15 Punkten. Da hättest du ja auch ruhig die Grenze ein bisschen höher schrauben können. Ne? Natürlich. Also, die Zeit rollt. Da fällt mir jetzt keine Porno-Metapher ein. Beeile dich. In vielen Leveln kannst du die Zeitpunkte sichern. Ah, okay. Genau, du hast jetzt so ein Zeitkonto. Du hast jetzt so ein Zeitkonto da unten und das läuft parallel während des Spiels ab. Okay. Und du kannst immer entscheiden, nehme ich die Zeitpunkte mit und beeile mich oder töte ich jetzt den Gegner und verbrauche dafür Zeit. Gibt's sowas wie Highscore-Listen dann auf Xbox? Genau, auf Xbox kann man dann mit deinen Freunden natürlich vergleichen. Okay. Hast du dir schon Gedanken zu den Achievements gemacht? Machst du das selbst? Die Achievements, die habe ich mit meinem Publisher schon abgeklärt, ja. Echt krass. Das finde ich, ich bin eine Achievement-Hure, ja. Und es gibt aber, es gibt viele versteckte. Versteckte Achievements sind scheiße, muss ich sagen.
Weil die wird wahrscheinlich so um die 10, 11 Achievements geben. Okay. Jede Xbox-Live-Spieler hat. Es gibt 200 Punkte. Genau, 200 Punkte insgesamt. Was macht der da oben? Ich habe Angst, jetzt was zu machen. Was soll der machen? Was soll der machen? Wahrscheinlich, ey, der fällt da runter, oder? Weiß nicht, vielleicht. Ah! Okay. Ah, okay. Kann der den kaputt machen? Kannst du mal ausprobieren. Jetzt sagst du, ob er das kann. Verrat's mir. Warte. Ja. Yes! Und du kriegst dann die Punkte von dem. Ah, okay, Doppelpunkte. Ja, praktisch. Aber ich habe nur 94. Du hast nichts gemacht und kriegst dafür Punkte. Ah, ich habe zu wenige Punkte für das neue Level. Ah, stimmt, jetzt hast du dir zu lange Zeit gelassen. Oh. Gerade in dem Level, wo die Zeitpunkte eingeführt werden. Da sollte man das nicht machen, genau. Ah, nein! Okay, also der Counter ist echt sinnvoll. So einführen. Ein Counter, wie lange man gebraucht hat. So, Bitch, du stirbst auch noch. Das ist immer was anderes als immer diese Ego-Shooter. Weißt, immer diese Ego-Shooter, das gefällt doch keinem mehr. Ich bin ein großer Fan von kleinen, innovativen Indie- oder Kart-Titeln. Ja. Spiel ich sehr gerne. Dem geneigten Indie-Fan, beziehungsweise Fan von Indie-Game, würdest du natürlich sagen, okay, irgendwie ein bisschen den Look und so kennt man doch von World of Goo. Ja, sieht in der Tat ein bisschen so aus, muss ich zugeben. Ja, ist aber ja nicht schlimm. Also ich meine, Giant Assistors damals war zwar ein Drecksspiel, ja, für mich, aber hat sich ja auch super an Mario bedient. Ja. So. Allerdings ist es ja vom Spielprinzip was ganz anderes. Ja, ja. Ja, klar, absolut. Ja. Also, aber da war schon ein bisschen. Du hast ja auch die Strukturen recht einfach gehalten, hast du gesagt. Genau. Weil du hast ja alles selbst gemacht, ne? Ja, musst halt gucken. Manche ist was mega kompliziertes, es dauert ewig und vielleicht verkacke ich das auch, wenn ich da jetzt irgendeinen richtig komplizierten Baum mache. Genau, lieber. Da habe ich so kleine abstrakte Grafiken. Ja. Wow, es wird dunkler. Alter Schwede, das ist echt ein Spiel für die Sinne, oder? Was ihr nicht merkt, gerade der Controller gibt mir eine Resonanz oder gibt mir Feedback. Wie wütend ich quasi bin, dann ruckelt es halt immer mehr. Ja, wenn du einen Gegner besiegst, dann ruckelt das auf der anderen Seite des Controllers. Ah, das heißt, okay, ja. Das Spiel spricht dir zwei Motoren des Controllers getrennt an. Okay, okay. Okay, ja, ich merke schon, dann links und rechts. Ne? Ja. Alter Schwede, ey. Aber das ist auch ein Spiel für Choleriker, weißt du? Sollen wir Simon mal geben, so. Es gibt auch drei Schwierigkeitsgrade. Ich bin nachher auf dem schwierigsten Spielen, ja. Was ändert sich bei den Schwierigkeitsgraden? Weniger die, Punkte oder was? Und vor allem, wie die Gegner dich töten, wie lange du wütend sein kannst. Okay, Sachen. Was ist das hier? Das ist doch schon schwierig, oder? Das könnte mittel oder einfach sein. Ich weiß nicht, wie die Voreinstellung war gerade eben. Ja, das war ganz sicher schwierig. 119 Punkte, Mann! Und ja, neues Level freigeschaltet. Krass. Okay. Und neuen GOG vor allem. Neuen GOG? Genau, du hast 6 verschiedene Spielfiguren im ganzen Spiel. Okay. Und da oben kannst du jetzt auswählen, ist der Stachel-GOG. Genau. Und der hat spezielle Fähigkeiten, können wir gleich mal schauen. Ah, da steht drunter Flummihaft. Über die Brücke. 0 von 70 Punkten. Über die Brücke geht's! Der neue Stachelgock hat gefährliche Stacheln. Wenn du jetzt geht, hast du die Texte auch geschrieben? Unter anderem auch, aber die wurden nochmal überarbeitet. Was hast du da geschrieben? Ich würde immer so versteckte Peniswitze, glaube ich, einbauen. Einfach weil so. Weil ich weiß. Ich hab einige Texte geschrieben und dann haben wir das ja nochmal einem Fachmann gegeben, der sich damit auskennt, wie es auf die Leute wirkt. Und dann meinte ich noch, den und den muss nur mal verändern, anpassen, so. Das heißt, okay. wurde kontrolliert alles. Also wie geht der kaputt? Das ist schwierig. Das ist ein Sitzender. Da kannst du ja mit der Spur. Ist das kaputt? Was? Hab ich kaputt gemacht? Nee. Muss, dann kannst du leicht in den reinrollen und dann mit seiner Spur. Muss halt aber wütend sein, so ein bisschen. Ist aber schwierig, sitzende Gox. Ah, genau. Aber nicht schwierig genug für mich. Okay, und jetzt? Kann ich einfach rein. Könnte schon reichen. Alles klar. Ja! Ja! 37 Punkte habe ich schon. Ab geht's. Bergab allerdings kann der Stachel. Ah! Stachelgock allein ins Hüpfen bekommen. Okay, den ersten kann ich kaputt machen, oder? Ja, den ersten, genau. Aber den zweiten dann nicht. Nicht mehr. Wow, alter Schwede. Und das Spiel wird ab und zu mal dunkel in manchen Leveln, um das Spiel so ein bisschen zu ärgern. Okay, also du hast keine Bewandtnis für das Spiel, du bist einfach nur ein Arsch. Und willst den Gegner, ja, oder den Spieler nerven. Eine Herausforderung. Ja. Sind die schon wütend genug? Kannst du mal ausprobieren. Kann man ausprobieren? Aha, ja. Okay. Aha, okay. Dafür gibt es mit ihm aber mehr Zeitpunkte als mit dem Beginner-Gog. Aha, genau. Okay. Da läuft die Zeit quasi langsamer ab. Ja. Okay. Was ist das? Ah, grüne Augen, das ist ein Checkpoint-Gog. Genau, jetzt hast du praktisch an der Stelle einen Checkpoint. Oh, okay.
Du kannst jetzt praktisch sterben, ohne dass dir was passiert. Oh, okay, smart. Auch die Punkte werden bis dahin, die du bis dahin hast, werden gespeichert. Okay. Wie lange hat dich das entwickeln gekostet? Hast du das schon gesagt? Ja, ich habe ja nicht die ganze Zeit daran gesessen. Ja, klar. Ich habe immer mal ein bisschen was gemacht. Viel halt in der Freizeit. Immer wenn man mal Zeit für hatte. Ja. Es war ja nicht so, dass ich irgendwelche Druck hatte, irgendwelche Release-Termine, die ich einhalten musste. Mann. Ja. Das soll das Schöne sein am Indie entwickeln. Der ist noch nicht wütend genug, oder? Nee. Alles klar. Das ist jetzt der Simon-Mode. Ja, Simon gut gelaunt. Und jetzt. Ah! Verdammt! Ah, okay, der Checkpoint. Wenn ich Start drücke, bin ich dann direkt am Anfang? Oder genau, wenn du Start drückst, bist du am Anfang des Levels. Und wenn du stirbst, bist du am Checkpoint. Okay. Ein bisschen wie bei Trials, ne? Also Trials HD hast du. Ich hab's beim Kumpel angezockt, aber selbst habe ich es nicht, ne. Okay. Spielst du auch privat gerne, also mehr Indie-Games oder dann auch. Ich spiele sehr viele Indie-Games, sehr viele Arcade-Titel, einfach die innovativen, die kleinen, die vielleicht nicht so. nicht so mega lange Spielzeit haben. Limbo oder so fand ich ganz cool. Oh ja, Limbo. Ja. Limbo ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da bin ich halt Fan von Singleplayer-Rollenspielen. Ah, okay. Gothic Risen, solche Sachen. Ja. Und weil ich abends halt gerne mal spiele, ist es so COD Multiplayer mit Kumpel zusammen. Nicht weit vom Stamm. Ist das nächste Level. Wie viele Level haben wir? Du hast irgendwie 50. Fast 50, ja. Fast 50 Level, ey. Und das sind die Beginner-Level, sagst du? Das ist das erste Kapitel, ja. Das macht die relativ einfachen. Ja, genau. So, wenn man. Komm mal, Alter, geh doch kaputt! Ich habe immer Angst, dass er nicht zu wütend ist und ich denke, Alter, Schwede. Okay. Ah! Ah, okay, aber ich bin hier an so einer Ecke. Du musst halt auch schon ein bisschen nach rechts lenken, damit du da hochkommst. Ja, ich muss ich weiß. So draufspringen. Ah, ja. Kann man nicht alle. Könnte man in der Theorie alle zeitgleich kaputt machen? Nee. Nee, ne? Weil, einfach nur, wenn die kurz in die Spur reinspringen, die du da drunter machst, sind die noch nicht das so gut. Das ist wirklich. Ja nur rot, ja. Ne? Ja, ich merke schon. Oh Mann. Hatten wir ein Level vorhin gehabt, wo wir einfach durch so eine Schlange durch konnten, wo wir alle gekillt haben. Aber es ist so, wenn ich nur einmal drücke, dann ist da nur ein bisschen, aber wenn ich länger gedrückt halte, ist da auch mehr Wut, ne? Genau, das heißt, du kannst praktisch solche Wutpunkte machen. Wenn du lange an der Stelle bist und viel Wut machst, dann ist das sehr effektiv. Ah, okay. Wie kamst du drauf? Bist du auch als Mensch oft wütend, dass du dir denkst, ich muss ein Spiel machen, das mir entspricht? Also siehst du dich selbst als Stachelgock? Eher nicht, nee. Eher nicht, okay. Ich wollte, das habe ich Spiel alleine entwickelt und da muss man an allen Ecken gucken, schafft man das, ist das zu viel für einen? Weil ich jetzt so einen mega komplexen Charakter drin habe mit Armen, Beinen, die alle animiert werden müssen, ist das recht schwierig umzusetzen alleine. Ja. Da habe ich gedacht, nimmst du kleine Kugeln, die sind relativ einfach. Und dann brauchte ich noch einen Weg, dass man die töten kann. Weil einfach auf den Kopf springen wie in Super Mario ist es nicht, weil es sind ja Kugeln. Ja. Und da kam ich auf die Idee mit der Spur irgendwie. Okay. Jetzt wollte ich die so fangen, aber da habe ich gedacht, machst du es so. Und die Spur war auch von Anfang an gar nicht geplant eigentlich, weil das ist ja eigentlich eine ganz nette Sache. Ja. Das ist so ziemlich alles im Spiel war gar nicht geplant. Ich habe immer das irgendwie entwickelt, wo ich Lust drauf hatte, weil ich gerade mal cool fand. Und ist dann dabei rausgekommen. Nein! Ja, du musst aufpassen, dass du ins. Nein! Oh mein Gott! Stimmt. Der Penner, der springt ja, ne? Durch die Kugeln. Ja, der ist so ein bisschen elastisch. Der kommt dann am Berg ins Hüpfen. Ja, hast du in Physik gut aufgepasst, sagst du? Ja. Was ist so in der Schule dein bestes Fach Mathematik wahrscheinlich, oder? Ja, hab ich als Leistungskurs. Ja, dachte ich mir, weil du als mein gut gekleideter Bruder hast natürlich dann die anderen Leistungsfächer als ich. Ja, mein Leistungsfach war Religion. Du lachst. Und dann ist dann natürlich Mathe. Und du stehst wahrscheinlich auch auf Physik oder auf Männer. Was? Aber komm! Geh doch kaputt! Ah! Punkt. 8 Punkte. Geil. Was, du gehst in die Schule, sagst du, und deine Klassenkameraden wissen das? Natürlich. Geil. Du wärst für mich der King gewesen, glaube ich, in der Schule. Einfach so, hey, hier, das ist mein wichtigsten Homeboy. Tester unter anderem. Die wichtigsten Tester sind deine Klassenkollegen. Natürlich, wenn ich was Neues habe, dann zeige ich ihnen das. Stimmt. Ja. Smartass. Ja. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal Kohle dafür bekommen, oder? Bitte? Keine Kohle? Nein, Quatsch. Aber gute Beta. Nee. Aber ich stehe in den Credits. Echt? Ja. Steht die ganze Klasse? Welche Klasse ist das?
Das ist die 12. Krass. Wie, dann musst du noch ein Jahr, ne? Ne, jetzt zwei dann quasi noch. Also das und dann noch eins. Ja. Ja. Wir haben noch so eine Schule, wo man noch. Ich weiß es hier nicht, ich war Hauptschule, weißt du? Keine Ahnung, ich bin nach der 6. Klasse abgegangen. Ah, okay. Ich dachte, das verfolgt mich gerade, aber das ist ja mein Schweif. Wuhpunkt! Oh, wir können auch mehrere Gocks durch den gleichen Wuhpunkt rollen. Oh, smart! Smart. Okay, also kann ich einen Wuhpunkt setzen, dann können quasi zwei Gocks durchrollen. Genau. Der Wuhpunkt geht so lange, bis er weg ist. Ah, okay. Okay. Und in der Klasse hast du ganz sicher auch Jungen und Mädchen. Oder bist du auf so einer katholischen Schule, wo nur Jungen sind? Ach, Quatsch. Okay, und wer ist da besser? Warte, nicht antworten. Ach komm, ey, ja, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich bin nicht weit genug und wollte nochmal zurück. Oh Mann. Vor allem, aber ich sag einfach, das war so geplant, der Theatralik. Alter, schön, bin ich schlecht, ey. Sind Jungs oder Mädchen besser? Weil das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, so Geschick und sowas. Von wem kriegst du da besseres Feedback? Von den Jungs, durchaus. Okay. Aber auch einfach, weil die das mit mehr zocken. Die Mädchen sagen einfach, oh, wie süß, ja, kleine runde Viecher. Ja. Und die Jungs dann gleich. Das sagen sie auch zu mir, wenn sie mich so sehen. Oh, wie süß, kleine runde Junge. Ja. Und die sagen dann, hey, das ist süß und die zocken so ein bisschen. Aber wahrscheinlich. Ja, die spielen das mal an und sterben dann dreimal und. Oh ja. Kein Bock mehr. Wow! Die Bissbacken! Wenn man sich viel mit Spielen auseinandersetzt, Gamer ist oder so. Dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man da irgendein Mädchen spielen lässt, was noch nie irgendwie ein PC-Spiel, außer was ich, Facebook-Game, Farmville oder so gespielt hat. Ja, aber da ist doch smart die ganzen iPad- und iPhone-Sachen, weil das ist ja dann ein Spiel für die, oder? Eigentlich, also ich glaube, das ist eher so ein... Es ist... Warte, nicht antworten. Am besten in einem Ruck und... Ey, okay, einfach drüber. Okay, ja. Ich wollte gerade fragen, ob du es machen kannst. Ja, guck mal, jetzt hast du ganz viele Punkte. Dadurch, dass du alle gekillt hast da oben, ja. Okay, jetzt. Black and White. Ohoho. Auch das könnte ein Porn-Titel sein. Nein, aber Black and White, super Spiel auch. Ah, okay, cool. Ist auch ein bisschen wie Super Meat Boy. Viele Level haben einfach andere Stile, Farbschemen, ja. Oder? Ja. Alter, okay, den natürlich nicht. Den natürlich. Das sieht natürlich extrem cool aus, jetzt auch mit dem Weiß und dem roten, der roten Linie und so. Kann ich das jetzt auch mit dem Beginner-Gog wieder spielen? Das Level gibt es jetzt nicht, weil es ist nur so die Einführungslevel für den Stachel-Gog. Okay. Du siehst immer im Auswahlbildschirm, wenn die Level so einen Button, so einen Gog drin haben, dann geht das nur mit dem. Und die keinen drin haben, die kannst du mit allen spielen. Okay, okay. Wie auch also später, die Endgegner, die kannst du mit allen spielen. Okay, also Endgegner gibt es auch? In jedem Kapitel einen, ja. Okay, also es erinnert mich immer mehr an Super Meat Boy vom Style her. Einfach nur, also, dass du verschiedene Charaktere quasi hast, mit denen du Sachen freispielen kannst. Und kannst du auch durchrollen? Nee, gerade konnte ich nicht. Gerade konnte ich nicht. Deswegen habe ich jetzt Angst und mache jeden einzeln. Gerade war ich nämlich wirklich kaputt gegangen. Hattest du schon erzählt, dass du den Nachwuchspreis gewonnen hast? Für den Beim Computerspielpreis? Ja. Erzähl das einfach nochmal. Falls du schon erzählt hast, ist egal. Du hast 15 Milliarden Euro bekommen. Dafür, 15.000, ja. Ja, 15.000 Euro bekommen und das Spiel entwickelt dafür mit, ne? Also mit genau, entwickelt. Das ist Preisgeld gewesen, damit ich das Spiel fertig entwickeln konnte. Ja. Man braucht natürlich auch ein bisschen Kapital, um so ein Spiel zu machen. Also da müssen Grafikprogramme wie Illustrator müssen lizenziert werden. Oder man braucht einfach einen guten Entwicklungs-PC, der bezahlt werden muss. Ja. Und das hast du damit quasi dann... Du hast die beiden Gocks doch jetzt nur dahin gesetzt. Damit du, wenn du dazu einspringst, stirbst. Ja, genau. Und damit ich mir denke, wie kriege ich die kaputt? Die habe ich selbst... Ja. Doch, die kann man machen, muss man. Ah! Du hast aber einen Checkpoint gehabt. Stimmt. Ja. Smart von mir. Da kann ich einfach kaputt gehen. Oh Gott, geh weg! Hier, siehst du, langsam hat man es. Alter Schwede. Wow! Saßt du oft da und hast so innerlich gelacht? Ja, bei Bitte? Der Entwicklung hast du innerlich gelacht und dir gedacht, haha, wenn da dann einer langläuft, der wird sich denken, oh, da... Ich wollte eine Herausforderung machen. Der fällt runter, der Gegner, der erschreckte sich.
Wie lange braucht man für so die schwersten Level beim ersten Mal? Da braucht man auch ganz sicher auch länger, oder? Als Laie weiß ich nicht. Nein! Kommt an, wie der Skill ist. Das war der letzte! Ey, stelle ich mich dämlich an oder ist es wirklich schwer? Ich sagen wirklich vieles ein bisschen schwierig. Und ich denke, dass ich nächsten Tag noch ein Update raushauen werde, dass es einfach ein bisschen leichter macht. Ja. Weil als Entwickler kann man das einfach nicht einschätzen. Man kennt die ganzen Level, ja. Man weiß, wo ein Gegner kommt, man kann die Steuerung perfekt. Steuerung perfekt, sagst du. Und deine Lehre oder so? Also was ist so die Resonanz? Sagen wir, du hast jetzt einen Artikel, beim Spiegel hatten sie, glaube ich, auch mal darüber berichtet, oder? Ja, wegen der Preisverleihung. Ja. Und was sagen da die Lehrer und so? Kriegst du auch mal frei jetzt für den Termin? Weil es ist ja... Heute bin ich offiziell krank in der Schule. Okay, wir haben am Wochenende gedreht. Und, okay. Aber ja, gut, aber so ist es halt. Ja. Heute wäre es sowieso nicht so wichtig gewesen. Was habe ich heute? Ethik und Englisch. Ethik und Englisch? Ja. Kommt es eigentlich auch bei Steam nur auf Deutsch? Oder ja, wir haben fünf Sprachen. Wir haben Deutsch, Englisch, ja. Französisch, Italienisch und Spanisch. Ah, und Russisch nicht? Ich glaube nicht, dass es da so einen Markt für gibt. Auch stimmt, die haben ja alle kein PC, ne? So, sag das ja, ruhig. Das ist andere Geschmäcker, würde ich sagen, ja. Na gut, okay, das ist, glaube ich, das könnte sein. Außerdem weiß ich nicht, ob der Font so russische Zeichen unterstützt. Ah, okay. Quickie. Das ist ja, jetzt haben wir ein neues, jetzt haben wir Sprint-Level. Okay, Zeit-Level. Nur um Geschwindigkeit, alles klar. Genau, musst keine Gegner töten. Oh. Kannst es natürlich, wenn du Skill hast. Das will ich gleich sehen, wie du die tötest und trotzdem in der... Nein, du Schweinehund! Nein, du Schweinehund! Ist auch wieder andere Grafikstil? Ja, das macht mich das fertig. Das hab ich mit der Hand gezeichnet, einfach mal so. Echt? Ja. Was nutzt du dafür, um da hab ich, du so ein Tablet? Genau, so ein Tablet. Okay, erst so ein krasses wahrscheinlich, oder? Ich hab, da habe ich den Preis noch nicht gewonnen gehabt. Das ist so ein recht günstig, hat 40 Euro gekostet oder so. Okay. Oh, nein! Oh! Den musst du, glaube ich, töten. Ja, damit es einfacher ist. Ach so, ja, den muss man töten. Ja, weil du kannst. Verpiss dich! Verpiss dich! Geh weg! Ah! Komm, nein! Muss einfach mal warten. Aber das geht um Geschwindigkeit, ich kann doch nicht warten. Du kannst mir auch nicht sagen, da geht es um Geschwindigkeit, dann sagst du mir, wart mal. Ja, muss halt die Lage checken. Ja, kannst nee. Du einfach blind rein. Nee, das gibt's nicht. Guck, okay, kurz warten. Und jetzt schnell durch, weil er ist ja nicht an der Ecke und kann nicht lange aufhalten. Ja. Du schaffst es. Ja. Du bist auch der Motivator, oder? Los, du schaffst es! Los! Aber den Boss will ich jetzt. Ja. Da musst du in einer bestimmten Zeit einfach alles töten. Was jetzt habe ich mein Mikrofon, glaube ich. Hallo? Ja, okay. Töten muss ich? Das kann ich. Alter Schwede, was ist das? Das ist noch recht einfach, ist der erste Boss. Okay. Leg so eine Wunde, so eine Bombe. Ach, easy hier, guck dir das an, ey. Der fällt ja auseinander. Der ist auch der Erste. Der fällt doch auseinander. Angst hat er von mir, Angst. Hast du aber nur noch 8 Sekunden. Achso, wir brauchen Zeit. Oh Gott, Zeit. Und du musst auch noch zur Fahne schnell. Oh Gott, Zeit, 4 Sekunden. Oh Gott. Oh Gott, 2 Sekunden, okay. Oh. Ja, 1 Sekunde noch. Jetzt bist du schon gleich im zweiten Kapitel. Alter Schwede. Insgesamt 602 Punkte erspielt. Ja. Haben deine Beta-Tester quasi, deine Freunde, haben die, die haben das Spiel ja wahrscheinlich, haben die jetzt schon das Ding durch? Das ist seit Januar draußen schon, ne? Ich sag immer, test was bestimmt ist, und dann habe ich natürlich Entwickler-Cheats. Es gibt eine Tastenkombination. Okay. Die kannst du alle Level mit freischalten. Okay. Okay. Wir gucken uns gleich mal noch ein paar hintere Level an, oder? Ja. Genau, cheaten wir. Haben jetzt eine halbe Stunde das erste Kapitel überhaupt. Ich bin extrem langsam. Okay, die fallen eh alle runter. Scheiß auf. Ah, hätte ich kaputt machen können damit, ne? Oh Gott! Komm. Pass auf. Zeig dir, wie smart ich bin. Weil wenn ich den kaputt mache, ich sehe gerade, ich kriege eh nur, wenn dann 40 Punkte. Bam. Oh, stimmt. Nein, da ist... Oh Gott, das ist so gut. Ah! Ist das halt... Ah, geh weg. Oh nein, was hab ich da? Aber man ist auch wirklich... Ich find's geil, dass du das so gemacht hast, dass man eigentlich auch nicht schneller ist als dieser Gegner.
Die sind alle gleich schnell, oder? Nein, es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, aber die meisten, die da so rumrollen, haben so Standardgeschwindigkeiten, etwa so schnell wie du. Okay. Und dann gibt es noch richtig schnelle oder ganz langsame. Okay. Und welche, die ganz blöd hüpfen, so wie der. Aber der kriegt jetzt hier so eine Bombe verpasst. Na, guck, der blöd. Siehst du das? Ja. Was sagst du so zu meinem Skill? Also ich bin ja extrem gut einfach. Ausbaufähig. Alles klar, das war gut, Gox, nicht schon. Kaufen. Klappt schon. Ja. Ja. Und die Retail-Fassung kostet dann wahrscheinlich 12 Euro mehr, oder? Im Laden, weil sich die haben wir für Versandhäuser. 14,95. Okay, und da kriegt man einfach noch eine schöne Verpackung dazu. Genau. Jetzt bist du in das Zahnrad reingesprungen. Ach so, okay. Ja, die killen dich sofort. Ja. Oh, okay. Ich springe einfach mal. Ah, nein! Okay, das Level machen wir noch. Und dann zeigst du mir mal eins der hinteren, oder? Jo. Dann ist es nicht ganz eine Stunde mit, aber ist ja egal. Zack. Nein, ich will dann noch... Dann gucken wir noch mal die anderen Gox probieren wir noch mal aus. Stimmt. Und es gibt noch Kanonen, aber da verrate ich noch nicht so viel. Okay. Also die Leute könnten, wenn sie das jetzt sehen, quasi direkt dich... Ah, geh doch weg, geh doch weg. Dich und natürlich auch damit quasi die deutsche Entwicklerlandschaft unterstützen, indem sie es kaufen, oder? Oder halt noch warten, bis es bei Xbox Live kommt und, ja. Und dann holen. Aber ich krieg schon einen Code, oder? Ich muss mir das nicht kaufen, ne? Ich kann es gleich geben. Ja, danke. Ja, ja, nein, ich kaufe mir das natürlich. Nee, ich kaufe mir wirklich. Aber fernab davon, die Leute können sich ja dann quasi jetzt direkt runterladen und mit uns zocken. Eigentlich schon, ja. Zeitversetzt. Ja. Aber, und unterstützen dich, weil du wahrscheinlich dann auch schon Ideen hast für ein neues Spiel, oder? Goose Cock 2 oder? Ich habe ja schon ein paar Visionen für ein neues Projekt. Visionen? Visionen, krass, ja. Okay. Visionen sind geil. Sei denn halt, man kriegt also Drogen oder so. Habe ich mich jetzt noch nicht für irgendwas entschieden, was ich jetzt mache. Okay. Ich habe eine Idee, da geht es um Bier und Frauen. Vielleicht können wir da zusammen arbeiten. Sag einfach ja. Ja. Cool. Freut mich. Das ist so schnell schließt man Deals. Komm, geh kaputt! Ja. Und das wirst du dann quasi das Geld erstmal in Frauen und Alkohol investieren. Und das Spielgeld. Das Geld, das ja. Du durch den, ja, ja, klar. Dass du durch den Verkauf des Spiels bekommst. Geld, Frauen und den Rest dann vielleicht verprassen, ne? Natürlich. Nee, und dann vielleicht ein neues Spiel. Kannst du dir vorstellen, irgendwie ganz in diese Branche einzusteigen? Dann vielleicht mal. Ich fänd's cool, ja. Ja. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht mache ich ein iPad-Projekt oder so. Das habe ich schon ein bisschen angefangen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mache. Okay. Und also für den Laien, wie entwickelt man sowas? Geht man hin und schreibt irgendwie einen Word-Code oder hat man da einen Editor? Oder wie funktioniert einen Editor das? Hat man nicht. Das ist, oft kriege ich E-Mails gefragt, ja, mit welchem Programm hast du es gemacht, mit welchem Editor. Und das gibt es erstmal nicht. Okay. Man muss wirklich programmieren, man muss sagen, an der Position ist der Spieler. Und wenn man das drückt, dann rollt er nach da. Also man braucht viel Vorstellungskraft, um so eine Steuerung einzufügen. Mhm. Aber mit welchen Programmen? Also womit wo schreibst du das? Ich meine, ich kann mich auf dem Desktop genau. Eine Textquelle ansetzen. Eigentlich geht das sogar. Ach so, okay. Ja. Man könnte theoretisch eine Textdatei nehmen, seinen Code reinschreiben und dann gibt es noch spezielle Programme, die machen daraus ein Programm. Okay, was schadet. Einen Kompilierer quasi. Genau, stimmt, Compiler. Und ich habe da von Microsoft ein Programm, das kombiniert praktisch Texteditor und Compiler. Okay. So ich ein bisschen mehr Komfort habe. Deswegen kommst du dann wahrscheinlich auch erstmal für Xbox und so, weil das die gleiche Entwicklungsumgebung quasi ist, oder? Ja, in etwa, ja. Also ein bisschen anders, aber das PSN ja. Wird deswegen dann ausgelassen erstmal. Weil es da anders ist. Ich denke einfach, dass auf der Xbox ist ein größerer Markt so für Indie-Games. Da hat man schnell seinen Live-Store. Mhm. Auf der Playstation hat sich das, glaube ich, noch nicht so etabliert. Okay. Jetzt hast du einen Felsgog. Ich habe den Felsgog, das ist geil. Hart wie Stein. Träge zu steuern, der Felsgog. Rolling Stone, das ist natürlich... Das passt, ja. Du bist einfach auch in Teilen der Popkultur angekommen. 21 Sekunden, 65. Ah, okay. Der ist träger, ne, sagst du? Ja. Das ist der und viel schneller. Er fühlt sich zwar. Ich kann noch nicht mal lesen, was da steht, weil ich sterbe. Oh Gott, nein. Man merkt, mir gefällt viel. Er fühlt sich zwar ein bisschen träger an, kann aber hohe Geschwindigkeiten erreichen. Nein. Oh, jetzt nicht so ganz direkt. Geh weg. Kann aber hohe Geschwindigkeit. Ja, er ist nicht. Ja, das ist das Problem. Er ist nicht ganz direkt, aber ich finde es gerade ganz cool, dass er anders ist.
nutze das, um groß... Ah! Ich war doch noch am Lesen. Nein! Oh Gott! Ah. Nutze das, um große Schluchten zu überspringen. Oder mit schnellen Gegnern mithalten zu können. Okay. Mach ich das. Ich mache jetzt hier einfach so einen riesigen Gockpunkt, Wutpunkt und dann geht es ab. Ihr Bitches, guckt da blöd. Bam! Wie im Fußballstadion. Leute so lange provozieren, bis sie platzen. Auch viele sitzende Gocks lassen sich einfach überspringen. Krass, das ist auch so ein Monster-Truck-Spiel. Ah! Und dahinter kommt direkt dieser scheiß Checkpoint. Ah, kann ich einfach so drüber springen? Ja. Ah! 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 Okay, weiter geht's. Nein. Ey, spiel mal bitte. Ich will sehen, wie ein Profi das spielt. Das sind meine schwitzigen Hände übrigens, es tut mir leid. Ach komm, Zahnrad? Erzähl mir doch nichts. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, erzähl mir doch nichts, dass du es jetzt einfach so durchrockst. Gibt es einen Level-Editor oder hast du sowas? Nee, es gibt keinen Level-Editor. Nee. Vielleicht später ein Update mal. Mhm. Aber jetzt so out of the box nicht. Okay, und so Download-Content kommt dann halt zum Nachladen vielleicht einfach. Oder ja. Wie habt ihr es? Genau. Vielleicht, wenn das Spiel gut ankommt, machen wir noch extra Kapitel. Wie kann man sich dann durch ein Update okay. ziehen. Okay. Ja, krass, sehr, sehr krass. Magst du wieder oder soll ich weiter? Ja, bitte, ey, ich hab Bock. Zeig mal. Jetzt kann's, ist so ein Level, da ist im Button kein Gock drin. Jetzt kannst du praktisch mit allen, die du freigeschaltet hast, das Ding spielen. Ah, okay, aber am besten gefiel mir jetzt der Steingock, weil der ist der smarteste von allen. Weil der ist der schnellste. Weißt du, der ist aber so träge. Das ist ein bisschen wie ich. Den könntest du auch Chris Gock nennen im Update vielleicht. Komm. Aber guck mal hier, siehst du, der springt nicht, ne? Das ist positiv. Da können mir diese Fehler schon mal nicht unterlaufen, dass ich zu weit springe. Alter Schwede, der bremst auch nicht richtig, ne? Muss man ein bisschen gegensteuern, wenn der schnell halten soll. Das ist krass, Alter. Was kriegen wir hin? Und die Ideen kamen dir auch alle alleine, oder hast du dann irgendwie bei einem Bierchen mit deiner Milch, ja? Wieso Milch? mit deinen Klassenkameraden zusammengesessen und hast gesagt, hey, hier, ich brauche eine Idee, gib mir Ideen. Ich brauche sie ein. Auf die Idee mit der Kanone? Ja. Wir gucken gerade mal so ein Kanonenlevel. Okay. Hat mir eine Kugel gegeben. Okay. Und deine besten Buddies wissen auch so, bist du jetzt bei der Schule, in deiner Schule eigentlich so bekannt, hey, das ist der Superbrain, das ist der... Ich glaube, dass die Leute haben schon gewisse Vorurteile gegen mir gegenüber. Echt? Ja, die Leute sagen so, der hat ja den Preis gewonnen und boah, ja. Er versnappt das Arschloch. Ja. Als ich den Preis in Berlin gewonnen hat, bestes Schülerspiel, da gab es auch große Feier, Bürgermeister, echt? Landrat und so, ja. Sehr cool, hast du einen Schlüssel zu deiner Stadt? Bitte? Hast du jetzt so einen Schlüssel zu deiner Stadt? Oder nee, leider nicht. Ich glaube, das gibt es gar nicht bei uns. In Frankfurt? Nee, ich bin nicht direkt in Frankfurt, sondern okay. Kleine Stadt, ländlich. Okay. Und, aber nicht sagen, das kommen die ganzen Fans. Weißt du, das ist bei Bohlen. Ist jetzt in der Nähe von Wiesbaden. Okay. Alter Schwede. Alter. Jetzt geht's ab. Aber, nein! Ich bin so scheiße! Ah! Hat es aber Checkpoint gehabt, zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ja. Nein! Ich bin auf den Startknopf gekommen. Jetzt geht auf alles schief, was schief gehen lauern kann. Okay, jetzt gibt's hier die Profi-Action, pass auf. Der guckt blöd. Na, komm! Hey, das ist echt smart Spiel. Mann, ey. Weißt du, ich frag mich gerade, wieso kam ich nicht mit 16 oder 17 auf die Idee, einfach ein fucking Videospiel zu machen, das so ist. Weißt du? Ich hatte ja, als ich angefangen habe zu entwickeln, mein Bruder. Ich hatte ja gar nicht das Ziel vor den Augen, so ein Spiel zu machen. Ich wollte einfach, einfach ein paar Features programmiert, ein paar kleine Sachen. Okay. Und die dann halt zusammengefügt am Ende. Und wann kam eigentlich die Entscheidung, dass du sagst, okay, dass du sagst, ich mache jetzt ein Spiel raus und hau das einfach raus? Ich habe halt ein paar Sachen, ich habe halt ein bisschen experimentiert. Ja. Mein Produkt zu dem Computerspielpreis in der Schülerkategorie eingereicht. Und das hat dann gewonnen. Und habe gedacht, ach, wieso nicht, machst du dann ein fertiges Spiel draus. Okay. Kein Scheiß, ich finde es, also ohne Witz. Und jetzt ganz, fernab davon, dass du wie mein Zwillingsbruder sein könntest, mein gut angezogener. Das ist echt sehr smart und macht voll Spaß. Also. Gerade auch auf dem iPad. Ich habe heute meinem Publisher das erste Mal die iPad-Version gespielt, weil sie machen externes Entwicklerstudio portiert das. Okay. Und da kann man wie in LocoRoco praktisch
per Kippsteuerung alles machen. Ah, okay, also machst du einfach so, dann rollt genau. Er weiter, okay, ja. Okay. Kommt natürlich auch auf dem iPhone dann. Ja. Ah, guck mal, die beiden springen gar nicht runter. Oder war ich nur zu schnell? Weiß nicht, ich glaube, der eine fällt noch. Beide, ja. Ah, okay. Okay, jetzt aufpassen. Puh. Wie lange braucht man für die 50 Level, wenn man so krasser Skiller ist wie ich? In der Geschwindigkeit? 3-4 Stunden. Die Level werden ja schwieriger. Ja. Ey, dann kannst du uns mal eines der späteren Level zeigen? Irgendwie ja, eines der Problem. Kapitel 5. Ich möchte mit Kapitel 5. Jetzt der geheime Cheat, schalten wir mal alles frei. Alles klar. So, eine Tastatur. So, alles freigeschaltet. Krass. Okay, erstmal schalte ich jetzt mal, zeig ich mal, Kanonenlevel. Wir gehen ins dritte Kapitel. 800 Punkte, sagst du? 9,99 € Download? Genau. Cool. In schwarz getroffen. Hier oben sieht man schon eine Kanone, die schießen auch Goks. Okay. Und die treffen auch die anderen Goks, dann kriegen wir die Punkte dafür. Links treffen die auch manchmal mich. Okay, und dann bist du direkt tot, wenn sie dich treffen? Nein, nicht ganz. Ich wäre nur wütend wie jetzt. Okay. Ganz tot wird man nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wir müssen gleich auch einmal den schwersten Schwierigkeitsgrad spielen. Alter Schwede, das ist ja voll die Hektik. Und das ist Kapitel 3 jetzt, oder? Das ist Kapitel 3. Anfang okay. Kapitel 3. Alter Schwede, ey. Freddy, was tust du mit uns? Das sieht nicht leicht aus. Aber man merkt, du hast es öfter als einmal schon durchgespielt. Ich muss die ganzen Features hier immer testen. Oh! Ich dachte, du fällst jetzt runter. Nicht schlecht. Das war nicht schlecht von dir. Hast du nicht schlecht gemacht? Jetzt habe ich den nächsten Gok hier. Das ist der Aero-Gok. Okay. Der ist vom Steuern her das der schwierigste. Ja, aber dann muss ich das doch machen, oder? Da erzähle ich jetzt mal nichts. Alles klar. Was macht der? Wurde davor eingeführt schon der Aero-Gok? Da gibt es ein Startlevel, ja. Ah, geh weg! Aber das ist nicht das Startlevel, also der wird davor schon eingeführt. Ja. Weil jetzt fehlen ja. Ah, geh weg! Geh weg! Keine Texte da. Ja, also es sind keine Texte mehr da. Ja. Okay, die gibt es dann in Kapitel 1 und immer wenn es Neues eingeführt. Genau. Okay. Den hier kriege ich ja easy kaputt. Nein! Ach komm, ey, das ist doch... Ich zeig mir besser mal die anderen Goks. Nein, ich will jetzt wissen, was der Trick bei diesem Gok ist. Der kann ganz hoch und ganz weit springen. Okay, dann springe ich jetzt einfach mal ganz hoch und ganz weit. Nein, da kommt die Typen wieder. Nein, da kommt auch wieder. Warte jetzt. Muss ich hier einfach... Oh, oh, zeig mir bitte die anderen Goks. Ich habe auf Select gedrückt. Auf Select kann man übrigens direkt wieder auf die Karte. Jo. Das ist was recht smart. Ich habe oft smart heute gesagt, aber das ist nicht smart. Ich will halt irgendwelche Menüs verbergen. Also, die Menüs haben, wollen sie wirklich das und das? Das finde ich ja doof. Wenn ich weiß, hier auf Start kann ich neu starten, dann passiert genau das. Ja. Ich will nicht irgendwelche Menüs. Das ist bei Super Meat Boy immer nervig, wenn ich ein Level gespielt habe. Start, Exit Map, zurück. Und hier ist es ein bisschen besser geregelt. Gucken wir mal Kapitel 4. Hier wird der Zorn-Gok eingeführt. Der Zorn-Gok. Oh, da bin ich wieder. Sag mir bitte einfach nur, was ich tun muss. Rast aus. Rast aus, das ist gut. Das ist eigentlich... Alter Schädel. Das Gesicht ist auch lustig. Mal gucken. Also bisher habe ich echt für ein Indie-Game echt nichts zu meckern, bis auf die Tatsache, dass ich gerne eine Anzeige hätte, wie oft ich sterbe. Ah, der ist die ganze Zeit zornig, oder was? Ja, ein Teil der Spur, nur der hintere Teil. Ah, okay. Ah, okay, aber dann kann ich auch nochmal extra zornig werden, krass. Ja, da ist die ganze Spur rot. Krass. Oh! So. Da sind Kanonen jetzt auch, ne? Oder? Ja. Na, das stimmt. Und Zahnräder. Alter Schädel, komm mal klar, ey. Weißt du, was wirklich lässig wäre? Wenn du für ein Update einfach Super Meat Boy Level nachbaust, 1, 2. Und die quasi hatte ich auch schon. Irgendwer hatte mal gesagt, ich soll mal ein Level machen, was nicht in der Grafik ist, sondern nur Super Mario Stil hat. Das heißt, ich roll da mit meinem Goose Gok durch so ein Super Mario Level, auch mit dem Fragezeichen oben. Ja,
wäre lustig. Also, das hat Meat Boy auch als Hommage. Diese Warp. Alter! Diese Warp Sounds. Diese Warp Sounds. Ja. Fänd ich sehr lustig, aber ist jetzt natürlich nicht Priorität 1. Das Spiel ist ja, ist zwar jetzt schon marktfähig, aber ist immer noch ausbaufähig. Ich habe vor, immer Updates zu liefern. Ja. Ja, einfach mit Liebe dabei bleiben. Ja. Ne? Du hattest ja auch davor gesagt, dass es einfach so ein Herzensprojekt ist. Ja. Ist mittlerweile. Oh, da will ein Gag! Ah, nein! Ah, geht doch alle weg. Ich will doch nur bleiben. Ah, okay, mal, der kann ja einfach so hinter mir herlaufen. Ah, ja, jetzt verstehe ich erstmal die... Alter Schwede, jetzt checke ich erstmal, wie einfach das eigentlich ist mit dem. Weil ich muss ja jetzt eigentlich nur vor denen laufen, oder? Ja, ich muss ja nur beachten, dass der hintere Teil der Spur rot ist. Ja, klar, aber... Ja. So. Ist ja recht einfach dann. Ich muss den Button ja gar nicht betätigen. Nein, geh doch weg! Ey, das ist mein Lieblingsgog jetzt, muss ich ehrlich sagen. Also der Nachteil ist ja schon anfänglich ein bisschen wütend. Ja. Und der hat dann nicht so ganz viel Wutkapazität wie die anderen. Hm. Dann gibt's noch den, den anderen Gog, das ist der, gab's noch einen? Der Elite-Gog gibt's noch. Schädigt Feinde bei Berührung, hält viel aus, aber keine Regeneration. Aber den Elite-Gog, würde ich sagen, den checken die Leute, wenn sie sich das Spiel selbst kaufen, oder? Würde ich auch sagen. Das ist ganz besonderer und extra das fünfte Kapitel, wo die Level auch ganz schwierig sind. Das ist das... Das ist vierte. Achso, das ist das vierte. Dann gehen wir jetzt mal ins fünfte. Das ist eine römische Zahl, um zu zeigen, wie smart du bist, oder? Genau, natürlich. Ja, weil die Leute einfach nicht wissen, was römische Zahlen sind. I, und F. Gehen wir ins F. Genau. Okay, F. Kapitel 5. Wähle zuerst den Elite-Gog aus. Wir sehen jetzt halt viele Level, wo speziell der Gog gefordert ist. Okay, das ist der aller Endboss? Das ist der Endboss, ja. Und den, meinst du, ich kann den besiegen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber du kannst ausprobieren. Ja, das mach ich auch. Alter Schwede, was geht denn da ab? Ah, aber hier wird es dann natürlich... Alter, komm mal klar, muss ich alle töten? Alle töten. In 86 Sekunden? In 86 Sekunden. Alter Schwede, komm mal klar. Ach, komm. Musst du ein bisschen gegenlenken. Ja, ja, muss man gegenlenken. Das ist der Endgegner. Ja, ja, klar, komm, ein bisschen gegenlenken. Alter! komm mal, sei ehrlich. Kennst du eine Person, die dieses Level schon mal geschafft hat? Wenige. Wenige? Wenige. Super. Aber es soll ein Endlevel sein. Ich weiß, du wolltest dir doch nur eine scheiß Cutscene am Ende sparen, oder? Quatsch. Am Ende kommen schön die Credits. Okay. Und da steht dein Name allein. Nee, und den Namen deiner Klasse. Ach komm! Das kann aber nicht sein. Ey, Xbox Live, gibt es ein Achievement dafür, wenn man es durchspielt? Ja, ne? Natürlich. Sehr gut. Gibt es auch viele. Alle 200 Punkte. Es gibt dieses Hardcore, das Wolf und Eddie vorgestellt haben. Da kriege ich, glaube ich, auch nie meine 200 Punkte zusammen. Oh Mann, ey. Ich will nur sehen den Anfang. Zeig mir nur den Anfang des Levels. Ich spiele es am liebsten mit... Jetzt sagt ihr Elite Gog, weil den wollten wir nicht zeigen. Nein, den zeigen wir nicht. Dem Stachelgog spiel ich am liebsten. Okay. Ja, ich glaube auch, dass ich den falschen Gog einfach ausgewählt hatte. Ich glaube, das war das Problem, weißt du? Weil hier kann ich jetzt keine Kanone erwischen, wenn ich da unten sitze. Ja. Jetzt mal gucken, wie ich die vielen Schnellen da wegkriege. Erstmal gutes Timing abwarten. Aber das war noch dunkel! Was machst du? So, jetzt sind die unten schon mal weg. Ja, okay, das ist... Aber es wird ja auch noch dunkel mit drin. Ja. Eine gewisse Herausforderung muss es sein. Ja, aber das ist doch schon eine Herausforderung genug. Ich meine. So. Hattest du mal Goldfische und hast du die auch einfach ins Trockene gelegt? So nach. Ja, Herausforderung muss sein, Freunde. Ich bin kein Fischfreund. Ja, okay. Ihr müsst euch selbst euer Scheiß Wasser suchen, ihr Idioten. Alter Schwede, ey. Oh, relativ herausfordernd sind jetzt links oben die. Die fallen nämlich runter. Erstmal hier weg, weil die Kanonen schießen wieder. Und jetzt wird es auch noch dunkel, komm klar, Mann. Wir müssen die fallen immer in unterschiedlichen Abständen. Okay. Da muss man teilweise rechts hin und her. Alter Schwede. Okay, aber dann beendet das mal da, weil dann haben wir einfach jetzt mal Start. Ja. Weil die Leute sollen ja auch selbst noch was machen. Ich würde aber gerne noch. Wir haben noch ein bisschen, oder? Yes, wir haben noch ein bisschen. Sehr gut. Täuschung. Gibt es hier ein Level, das ich mit einem Gog meiner Wahl spielen kann?
In anderen Kapiteln. Aber die hier nicht, oder? Das ist fünf Kapitel, da habe ich viel damit gearbeitet. Okay, okay. Dann nehmen wir mal Kapitel 4. Ah, okay, du hast jetzt alle Punkte schon freigestellt. Genau, ich habe gecheatet gerade eben. Ja. Fleischwolf. Ey, ich bin einfach... Es tut mir so leid, Leute. Ich bin einfach so schlecht gerade. Ah, komm! Das gibt's doch nicht. Mal kurz gucken hier nach unten. Okay. Es ist aber echt schön gemalt, einfach auch. Also, kannst du dir Merchandise vorstellen? Ich habe schon mal angedacht, in Thailand solche Grußgox-Plüschtiere herstellen zu lassen. In Thailand, so. Ja. Aber es war mehr das kleine Gag gedacht. Ja. Das ist ja ganz cool eigentlich. Du hast ja jetzt auch alle Markenrechte und sowas, ne? Grußgox, der Name an sich gehört mir. Ich habe halt nur, mein Publisher hat die Verkaufsrechte. Ja. Aber sagen wir, du darfst, wenn du jetzt wirklich Spielzeuge herstellst oder Ketten oder sowas, ist deins, genau, ne? Ja. Das ist ja cool, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen smart als hier, ist gut gedealt, was? 8 Punkte, jetzt geht's weiter. 8 Punkte! Die geben alle unterschiedliche Punkte, ne? Genau. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell man das macht, wie effektiv man ist. Okay. Aber dann müsste ich eigentlich immer die volle Punktzahl bekommen. Komisch, muss ein Fehler sein. Ja. Kannst du nicht mal richtig programmieren! Ah! Das Level habe ich eigentlich so eingeschätzt, dass es so einfach ist, dass es keinen Checkpoint braucht. Ach komm, ey, erzähl doch nichts. Ich laufe jetzt einfach durch. Ach, das bringt auch nichts, habe ich zu wenig Zeit. Ah. Gleich. Wenn ich jetzt auf schwer stelle, muss ich dann von vorne beginnen? Nee. Also kann ich die ganze Level nochmal auf schwer spielen? Genau. Gibt es mehr Punkte? Ja, ne? Ganz sicher. Ja. Brauchst du jetzt nur, ne? Ja, das sage ich einfach mal so. Smart. Komm! Geht weg. Hier, Megabombe. Das ist natürlich gut, ey. Wenn man weiß, dass man hier eigentlich nur... Was denn? Geh nochmal runter. Ah, ich habe nur 135 Punkte. Nimm gleich einen direkten Weg nach unten, genau. Ah, Glück gehabt. Nimm den direkten Weg nach unten. So, dann stirbst du nicht. So, machen wir hier mal eine riesige Bombe. Und hier nochmal 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 eine riesige Bombe. Und da auch nochmal. Und da auch nochmal. Und... Perfekt. Jetzt hast du wieder zu wenig Punkte. Ah, das Spiel ist so. Da hat alles zu lange gedauert. Du machst dich fertig, Junge. Jetzt muss ich nochmal zurück. Ah, hier nochmal den kaputt machen. Nochmal den kaputt machen. Noch eine, dann bei einem. Ah! Noch ein anderes Level. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Zeig mir jetzt bitte einmal den Hard-Modus. Den Hard-Modus? Die Leute wollen alles wissen über das Spiel. Geh zurück ins Hauptmenü. Alles klar. Unten auf die Option. Ja, kannst du auch noch auch steuern, genau. Sind das die Optionen? Ne, das sind die Mitwirkungen. Optionen. Genau. Schwer ist wirklich sehr schwer. Kannst du Checkpoint ausschalten? Ja. Ach komm, das war jetzt echt leicht? Das war jetzt leicht, ja. Ach komm, ey. Also, ich muss sagen, schwer ist wirklich sehr schwer. Ich will das gleiche Level jetzt nochmal auf schwer. Wie rechts das mal? Fleischwolf, ein bisschen rechts, ja. Gucken. Fleischwolf, los geht's! Was ändert sich genau? Hattest du mir jetzt schon mal. Die Anzahl der Gegner. Die nicht, aber wie die Gegner, wie effektiv die dich töten. Okay. Ah ja! Das heißt, meistens reicht ja eine Berührung. Muss ja absolut perfekt spielen. Ja, ja, aber das mache ich doch eigentlich. Nein! Ah, hast du eine Katze? Nee, wieso? Ah, okay. Ich habe eine Katzenallergie, deswegen dachte ich, du hast eine Katze. Ich wollte... Ah! Oh. Das ist wieder der Sprunggock, ne? Der so komisch springt, dieser Spitzengock. Ah! Weißt du, wie ich dann zu Hause sitzen werde? Die ganze Zeit... Ah! Oh! Komm, weiter jetzt. Jetzt, sag... Ein Level will ich wenigstens noch schwer durchgespielt haben. Gehen wir ins erste Kapitel.
Nein. Das, wo man keinen Gegner hat, ja? Ja, ja. Das hier will ich jetzt. Das werde ich auch schwer durchspielen. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Das wäre doch gut, ne? Hier ist gut, ne? Weil die da warten. Ja. Merkst du, dass ich die Bestätigung brauche vom Entwickler, dass ich das gut mache? Bitte, sag's mir. Ah. Hier, das ist auch alles selbst gezeichnet, ne? Sagst du? Alles selbst gemacht, ja. Krass. Aber mir ist aufgefallen, es gibt nicht viele Bäume dafür, was? Viele verschiedene. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Aber ich hab dir das vor dem Dreh gesagt. Ja, stimmt. Nee, fällt eigentlich gar nicht auf. Das ist so lustig. Ja. Aber es ist super, dass du mit so wenigen Mitteln... Alter, komm! Das maximal rausholst, finde ich sehr beeindruckend. Ja, gerade dieser minimalistische Grafikstil. Ja. Das mag ich auch, wenn es andere Spiele haben. Absolut, absolut. Hast du selbst gerade Spieleempfehlungen, also jetzt außer dein eigenes, so was du gerne zockst? Also was zockt jemand, der quasi selbst ein Indie-Game entwickelt, jetzt gerade aktuell? Jetzt gerade aktuell? Bis auf sein eigenes Spiel. Limbo Super Meat Boy, wie schon, glaube ich, gesagt. Und dann viel aus dem Indie Store. Also, wer Goosecocks gut kann, der kann auch The Impossible Game aus dem Indie-Store. Das kann ich nur empfehlen. The Impossible Game, genau. Das war eine Anspielung auf das Video von Wolf und mir, wo wir es nicht geschafft haben, oder? Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Oder hast du nicht hingeguckt? Sag, du hast hingeguckt. Doch, ich hab's hingeguckt. Danke. Hast gut gemacht. Dankeschön, danke. Kapitel 4. Ey, haben wir noch? Ja, 2 Minuten haben wir noch. Dann machen wir noch mal eins, oder? Nervt dich dein eigenes Spiel manchmal schon selbst? Weil du es so oft gespielt hast schon? Also, ich würde es jetzt nicht nochmal komplett durchspielen. Weil ich kenne wirklich schon alles und... Ja. Ey, das sieht... Ach, das hatten wir schon gespielt, ne? Nee, das noch nicht. Ja, bis praktisch 2 Jahre immer, wenn ich was entwickelt habe, das Spiel irgendwie vor Augen gehabt. Ja, klar. Okay. Ja. Ey, der Grafikstil finde ich extrem lässig gerade. Ja, den habe ich mit dem Grafiktablett auch gemacht. Ja. Fuck! Oh, Mann, ey. Das ist wirklich sehr schwierig, den nicht zu berühren, wenn man das drüber springt. Puh. Alter Schwede, aber ich war kurz vorm Ausrasten. Ja. So. So. Die Liegenden kannst du doch auf schwer fast gar nicht töten, oder? Bitte? Die Liegenden kann man gar nicht töten, oder? Nee. Fast oder kann man? Ich hab's noch nicht geschafft. Alles klar, dann mach ich's jetzt. Ah! Okay, also ich lasse es jetzt mal, aber werd dir einen Screenshot zeigen, wo ich es gemacht habe, auf schwer. Ja, bestimmt nicht mit Photoshop gemacht. Genau, nicht mit Photoshop. So, wir haben noch 5 Minuten. Meinst du, ich krieg das Level hin? Wahrscheinlich nicht. Wir nehmen anderes. Nein. Ich will das jetzt spielen. Und der Penner wackelt auch noch so. Ah, Alter! Ich glaube, hier auf diesem Level ist der Dings ganz gut. Ich nehme diesen anderen Goosecock mal. Den Zorngock nehme ich jetzt. Wo ist der? Auf der anderen Seite. Ah ja. Zorngock, da bist du mal. Das ist rechts. Das, ne? Ja. Aber da glaube ich nicht, dass du da... Das wird schwierig. Meinst du? Ja. Wieso? Weil du hast ja nicht so viel Wutkapazität. Und wenn du den wieder berührst... Ah, der wackelt auch, ne? Der springt auch, merke ich gerade. Ja. Man muss so langsam sein, man muss so langsam sein. Ah, nicht so langsam. Ah, okay, wenn man schnell zieht... Ah, okay. Du kannst ja eigentlich schon gleich drüber springen. Ich will nicht gleich drüber springen, ich will ihn töten. Ja, der stirbt ja sowieso. Ach ja, scheiße, stimmt. Ah, Alter. Ich komm da nicht rüber. Ich komm nicht rüber! Ist heavy, ja. Vor allem auch schwer. Ey, du hättest mir vorher sagen sollen, dass das Spiel so schwer ist, dann hätte ich halt noch ein bisschen geübt. Hatten wir schon vor dem Dreh geübt? Hatten wir nicht! Okay. Ja. Das war Goosecocks. Ja, vielen Dank schon mal, dass du da warst, auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Was steht jetzt an? Du fährst jetzt zurück nach Frankfurt, oder? Genau, oder? Heute Abend noch. Okay. Und dann wirst du weiteren DLC veröffentlichen, irgendwann an weiteren Spielen werkeln, die uns Choleriker in die Wahn hoffentlich treiben. Ja. Ich habe echt mein Sprachzentrum verloren.
hier ist ein Boss. Warte, den gucke ich mir noch schnell an. Wir haben noch eine Minute. Schaltfeuer vielleicht. Nein. Du darfst nicht provozieren. Du darfst sowas nicht machen. Alter Schädel. Oh Gott. Das kannst du noch nicht tun. Komm. Komm. Ich sehe doch nichts. Da unten geht's ab. Da geht's ab und... Tot. Okay, ich muss springen, wenn er auf der, wenn er auf der Seite ist. Siehst du's? Mhm. Alter, was für ein Ficker von einem Scheißspiel hier. Komm mit! Auch schwer ist wirklich, sehr schwer. Ja. Okay, also alle, die an Super Meat Boy, die Super Meat Boy durchgespielt haben, ganz easy, ja, quasi so wie ich, haben trotzdem Probleme mit diesem Ding hier. Aber nur auf schwer. Nur auf leicht geht's eigentlich. Auf leicht geht's nach einer Eingewöhnungszeit, aber den kriegen wir jetzt hier hin. Aber es ist ja auch wieder Zeit, sehe ich gerade. 27 Sekunden. Bosse sind immer auf Zeit, ne, sagst du? Und muss alle töten. Oh! Oh! Ah! Für die Leute, kann man es mit Maus spielen? Mit Tastatur, ja. Mit Tastatur? Okay. Ah! Und, ach. Jedes Pad? Jedes USB-Pad. Muss diese Zeit jetzt vollkriegen, ohne nochmal zu sterben. Jedes USB-Pad geht. Ja. Okay, jedes USB-Pad geht. Also wenn ihr USB-Pad habt, 9,90 Euro übrig, dann kauft es euch jetzt. Also ich kann es wirklich empfehlen. Wie lange sagst du? 3 bis 4 Stunden? Wenn man es gut kann, ja. Okay, also wenn ihr ungefähr den gleichen Skill habt wie ich, 8 bis 10 Stunden, besser als mehr als jedes Rollenspiel. Und ja, ey, das war Goose Gox. Mir jetzt auf jeden Fall, ohne Scheiß, ich würde es auch sagen, wenn du nicht hier sitzen würdest oder stärker wärst als ich, richtig, richtig gut gefallen. Und die 9,99 €, ich meine, sind einmal Kommas auf weniger. Ja. Und dafür dann vor allem Leute unterstützen, die sich für Spiele einsetzen und die Spiele lieben. Weil das merkt man, dass du das tust. Und das finde ich immer gut. Das war's mit der Ansprache. Das Spiel macht mich echt fertig, ich sag's dir. Sollen wir winken? Dann wirkt es wenigstens noch okay, cool. Okay, dann winken wir. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Leute, bis bald.